Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich euch meine neuen Pflanzen, die ich mir auf der Mai Botanica in Hamm geholt habe. Soweit ich es richtig gezählt habe, handelt es sich dabei um 22 neue Pflanzen. Fangen wir einmal an mit dem ersten Stand, und zwar der Lieblingspflanzengärtnerei. Bei der Lieblingspflanzengärtnerei, also der Stand heißt so, habe ich mir eine Syningia leucotrichia geholt. Die habe ich zwar schon, eigentlich kaufe ich mir eine Pflanze kein zweites Mal, aber ich fand sie so schnuffig, dass ich sie unbedingt nochmal haben musste. Ich zeige sie euch einmal näher, damit ihr die flauschigen Blätter sehen könnt. Auf jeden Fall super putzig. Und die hat 10 Euro gekostet. Für die, die sich nicht mit der Pflanze auskennen, die zieht sich dann halt in den nächsten Monaten zurück. Und dann bleibt nur noch der Kaudex übrig. Und wenn man sie dann richtig pflegt, treibt sie auch wieder neu aus. Meine eigene hatte zum Beispiel erst richtig schöne orangene Blüten. Das sieht richtig schnuffig aus. Auf jeden Fall ist die Pflanze wunderschön. Dann geht es weiter mit einer Lediburia socialis variegata. Die fand ich richtig schön. Ich habe sie quasi in nicht variegierter Form und ich fand diese variegierte Form unfassbar hübsch. Ich zeige sie euch einmal näher. Auf jeden Fall wunderschön. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass das Substrat nicht rausfällt, weil es sich dabei um mineralisches Substrat handelt. Und die hat hier auch Blüten, wie ihr sehen könnt. Und hier treibt sie auch neu aus. Auf jeden Fall wunderschön. Und die hat 7 Euro gekostet. Dann geht es weiter mit einer Dioscorea elephantips. Die habe ich halt vor allen Dingen wegen dem Kaudex gekauft. Da war auch sehr viel Blattwerk drumherum. Das habe ich allerdings komplett weggeschnitten. Also bis auf diese 3 Blätter. Weil da halt Tripse und Spinnmilbe drin waren und das möchte ich natürlich nicht in meiner Wohnung haben. Abgesehen davon sind eh noch alle Pflanzen in Quarantäne. Auf jeden Fall fand ich den Kaudex wunderschön. Ich versuche euch den einmal zu zeigen, ohne dass das Substrat rausfällt. Wie ihr sehen könnt, ist der richtig toll. Und die Dioscorea hat 24 Euro gekostet. Und die letzte Pflanze, die ich bei der Lieblingspflanzengärtnerei gekauft habe, ist eine Pachycormas discolor. Der sieht auch wunderschön aus, quasi wie so ein kleines Bäumchen. Und der hat 20 Euro gekostet. Dann geht es einmal weiter mit Jungle Leaves. Da habe ich mir einen Nepenthes glabrata gekauft. Inklusive kleiner Schnecke. Wie ihr sehen könnt, hat die 10 Euro gekostet und im Grunde genommen kann ich euch gar nicht so viel zeigen, denn die Kannen sind halt noch sehr klein. Auf jeden Fall war da eine extra Portion Sphagnummus drauf, deswegen habe ich halt diese hier genommen. Es gab auch noch andere Nepenthes glabrata, aber die hatten halt nicht so viel schönes Sphagnummus drauf. Oder waren teilweise auch schon größer. Dabei handelt es sich um eine Nepenthes, die nicht einfach in der Wohnung gehalten werden kann. Die braucht quasi eine Nachtabsenkung, weil es sich dabei um eine Hochland-Nepenthes handelt. Für mich ist es halt nicht die erste Hochlandpflanze, die ich habe, also denke ich mal, dass es keine Probleme geben wird. Und wo wir schon bei Terrarienpflanzen sind, geht es einmal weiter mit meinem Einkauf bei Boo's Planet. Dort habe ich mir 2 Homalominas gekauft. Und zwar eine Homalomena Sumatra Harry. Auf jeden Fall ist sie super flauschig. Ich zeige sie euch einmal näher. Ich fand die auf jeden Fall richtig toll und musste sie deshalb mitnehmen. Und die zweite Homalomena, die ich mir gekauft habe, ist eine Homalomena Subhasei oder Hasei. Und die fand ich auch richtig toll, weil sie halt so eine kleinen Stacheln hat, wenn man das so sagen mag. Auf jeden Fall sind die nicht stachelig. Und damit ihr das besser sehen könnt, zeige ich sie euch einmal näher. Auf jeden Fall auch richtig toll. Das Einzige, was ich nicht so toll fand, ist, dass es die bei dem After My Botanica Sale vom Boo's Planet 10 Euro günstiger gab. Und die sahen halt auch nicht irgendwie schlechter aus, sondern eigentlich genauso. Finde ich halt ein bisschen schade. Und für die beiden Pflanzen zusammen habe ich 100 Euro bezahlt.
Kommen wir nun zu grünem Monster. Da gab es dieses Mal keine Pingi-Box, dafür aber super schönes Sphagnum-Moos. Und deshalb musste ich mir da Sphagnum Capillifolium mitnehmen. Ich finde die Farbe richtig schön und es ist auch richtig schön fluffig. Ich zeige es euch einmal näher. Auf jeden Fall ist es wunderschön und dafür habe ich 9 Euro bezahlt. Kommen wir nun einmal zu meinem Einkauf von Harmony Plants. Dort habe ich mir eine Monstera Aurea geholt. Die ist zwar nicht allzu doll variegiert, aber ich finde sie halt trotzdem schön. Und es handelt sich dabei halt auch um einen Kopfsteckling und nicht wie bei den anderen Stammstecklinge. Und für die habe ich 50 Euro bezahlt. Auf jeden Fall sieht die richtig schön aus, finde ich. Und ich hoffe natürlich, dass sie so groß wird wie meine anderen Monsteras. Dann habe ich mir noch eine Philodendron Micans Variegata geholt. Dazu gehört eigentlich noch dieses Schild hier. Aber das habe ich schon abgemacht, weil das in einem Holzstäbchen war. Auf jeden Fall ist die wunderschön und die hat 35 Euro gekostet. Ich zeige sie euch einmal näher. Auf jeden Fall hat sie richtig tolle Blätter und da kommt auch schon ein neues Blatt raus. Also falls ihr euch wundert, so wurde sie natürlich nicht verkauft. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob ich sie hängend wachsen lasse oder hochklettern lasse. Deswegen habe ich pauschal einfach schon Sphagnum-Moos drum gewickelt. Und ja, auf jeden Fall ist sie wunderschön. Dann habe ich mir auch noch eine wunderschöne Anthurie gekauft. Und ich habe keine Ahnung, um was es sich dabei handelt. Also natürlich kann man es vermuten, aber ganz genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ist die wunderschön. Die hat 30 Euro gekostet und kommt aus der Kooperation mit Kida Plants, also aus Thailand. Und ich zeige euch einmal die Blätter näher. Wie ihr sehen könnt, sind die richtig schön. Eine weitere Anthurie, die ich halt gekauft habe, ist die, die ich an euch verlose. Die war allerdings im Gegensatz zu der, die ich mir gekauft habe, klar deklariert. Und dann habe ich mir noch einen Seed gekauft, der hat 15 Euro gekostet. Und dabei handelt es sich um eine variegierte Puppy, gekreuzt mit einer Red Vein Dark Phoenix. Auf jeden Fall sieht man da halt noch nicht allzu viel. Also ich kann es einmal aufmachen. Aber da ist halt nur, ich kann es auch nicht schräg halten. Ich habe Angst, dass es rausfällt. Falls ihr das sehen könnt, halt nur einmal der Seed drin mit einem ganz kleinen Blatt. Und auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Und als Geschenk gab es halt noch diese kleine Babyplant hier. Auf jeden Fall auch super knuffig. Dann geht es weiter mit meinem Einkauf bei Ford Plants. Dort habe ich das erste Mal Pflanzen gekauft. Und zwar habe ich mir dort 4 Pelargonien geholt. Die habe ich nämlich wegen der variegierten Blätter geholt. Die fand ich richtig schön. Und vor allen Dingen halt auch die Blüten sahen richtig knuffig aus. Die erste Pelargonie, die ich mir geholt habe, ist diese hier. Ich vermute, es handelt sich dabei um eine Excalibur, aber ich weiß es nicht zu 100%, denn Pelargonien sind jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Auf jeden Fall fand ich sie wunderschön, da sie meine Lieblingsfarbkombination beinhaltet, also weiß, grün und pink bzw. rosa. Und ich zeige sie euch einmal näher. Und was ich toll finde, ist halt, dass sie auch wunderhübsch aussieht, auch wenn sie keine Blüten hat. Und auf jeden Fall super schnuffig. Dann geht es weiter mit der nächsten Pelargonie, und zwar dieser hier. Die fand ich auch richtig schön, weil sie so cremefarben, grün, weiß variegiert ist. Und die Blüten sind natürlich auch richtig toll. Auf jeden Fall muss ich die alle noch einmal umtopfen. Den genauen Namen von dieser hier habe ich nicht. Aber ich blende die euch auf jeden Fall einmal ein. Ich habe Ford Plants schon angefragt, wie die alle heißen. Er wusste es aber selber nicht und muss es halt einmal nachschlagen. Aber sobald ich es weiß, blende ich euch die Namen hier einmal ein. Auf jeden Fall sieht die wunderschön aus und ich zeige sie euch einmal näher. Wie ihr sehen könnt, sind die Blätter echt total schön. Dann geht es weiter mit der nächsten Pelargonia und zwar ist die auch wunderschön. Die hat
richtig tolle pinke Blüten, also so ein richtig leuchtendes Pink. Und die Blätter sind natürlich auch total schön. Ich versuche sie euch einmal näher zu zeigen. Auf jeden Fall auch total hübsch und richtig, richtig schön. Und dann einmal die letzte Pelargonie. Die hat so ähnliche Blätter wie die, die ich eben gezeigt habe, aber hat komplett andere Blüten. Die Blüten sind halt so weiß-rot gestreift und ein bisschen gesprenkelt. Auf jeden Fall auch total toll. Ich versuche sie einmal näher zu zeigen. Und für alle zusammen habe ich 23 Euro bezahlt. Meine Mama ist vor ein paar Tagen aus Thailand zurückgekommen und hat mir richtig süße Übertöpfe mitgebracht. Und da werde ich wahrscheinlich die Pelargonien einpflanzen. Und ich denke, das sieht dann nachher richtig schnuffig aus. Kommen wir nun zu meinem absoluten Highlight auf der Mai Botanica in Hamm. Und zwar passiflorashop.com. Dort habe ich mir insgesamt vier Passiflora gekauft und ich finde sie alle wunderschön. Und da ist auch eine ganz besondere mit bei. Fangen wir einmal an mit der ersten Passiflora, und zwar einer Passiflora Porophylla Wanderplank. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall ist sie wunderschön. Ich meine, schaut euch mal diese tollen Blätter an. Die sind einfach unfassbar hübsch. Für die, die es nicht verstehen, warum ich mich so sehr darüber freue. Ich habe halt 5 Meter hohe Decken in meiner Wohnung und dazwischen sind halt so Dachbalken. Und mein Ziel ist es halt, dass um die Dachbalken herum Pflanzen wachsen. Das tun halt momentan nur verschiedene Arten von Epipremnum. Aber was ich mir schon immer gewünscht habe, waren Passiflora in meiner ganzen Wohnung. Und wenn es dann halt zwischendurch blüht, ist es natürlich noch schöner. Aber diese Blätter sind einfach nur unfassbar schön. Ich liebe die einfach so sehr. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass der Shop da war. Und ja, die sind einfach nur wunderschön. Und dann geht es weiter mit der nächsten Passiflora. Und zwar einer Passiflora Padifolia. Die ist auch unfassbar hübsch. Ich meine, guckt euch mal diese Blätter an. Also die sind einfach nur mega, mega schön. Und vor allen Dingen die Punkte da drauf machen die halt so richtig besonders. Ich glaube, von den Passiflora, die ich mir gekauft habe, sind die Blüten eher unscheinbar. Aber das stört mich persönlich überhaupt nicht, da ich glaube, ich Passiflora eher wegen der Blätter kaufe. Und die sind halt einfach nur unfassbar schön, wie ihr sehen könnt. Und dann geht es weiter mit einer dritten Passiflora, und zwar einer Passiflora Porophylla Petropast. Die ist auch unfassbar hübsch. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mein Glück wirklich kaum fassen, dass ich solche schönen Passiflora bekommen habe. Also echt wunderschön. Und die Blätter sind auch ganz besonders. Die sind halt so gefleckt und haben halt auch so eine super schöne Form. Auf jeden Fall liebe ich sie. Und ja, einfach nur wunderschön. Und dann kommen wir zu der Passiflora, die für mich persönlich mein absolutes Mai-Botanica-Highlight war. Vom Aussehen her ist sie wahrscheinlich die unscheinbarste Passiflora, die ich mir gekauft habe, auch wenn sie trotzdem wunderschön ist. Aber ich bin schon so lange auf der Suche nach dieser Passiflora gewesen und jedes Mal, wenn sie online verfügbar war, habe ich den Zeitpunkt verpasst und dann war sie wieder ausverkauft. Und dabei handelt es sich um die Passiflora Colleen Vauxhall. Ich freue mich so doll, dass ich die bekommen habe. Ich finde die super, super toll. Und auf jeden Fall hat sie für mich einen besonderen Stellenwert, denn einer meiner absoluten Lieblingspflanzen-YouTuber, wenn man das so nennen möchte, hat nämlich auch diese Passiflora, und zwar Benji Plant. Und leider verschickt er nicht nach Europa bzw. Deutschland. Und deswegen habe ich mich riesig doll gefreut, dass ich sie nun endlich bekommen habe. Und ja, ich bin richtig, richtig happy, dass ich sie nun habe. Und die wird jetzt gehegt und gepflegt, damit sie nachher in meiner ganzen Wohnung ist. Und diese Passiflora hat genau wie alle anderen 14,90 gekostet. Und wie ihr sehen könnt, wächst sie auch schon fleißig. Also dieser Teil ist dazugekommen seit der Mai Botanica. Und ja, ich muss mir unbedingt überlegen, wie ich die an den Balken festbekomme.
bevor sie halt noch weiter wächst. Und ich hatte mir überlegt, so eine Schnur dazwischen zu spannen, sodass sie sich denn quasi da so rumschlingeln kann, so wie hier. Ich zeige euch das einmal. Auf jeden Fall wunderschön. Und dann geht es weiter mit meiner letzten Passiflora. Die ist aber von Passiflora und Blumen. Und dort habe ich mir eine Passiflora Bondarie oder Bondarie geholt. Die hat 8,50 € gekostet und die wollte ich auch schon länger haben. Auf jeden Fall wunderschön. Ich hatte nämlich total vergessen, bei Passiflora Shop nachzufragen, ob sie auch so eine haben. Aber ich bin dann halt an Passiflora und Blumen vorbeigelaufen, habe sie dort gesehen und dann einfach gleich mitgenommen. Die hat auf jeden Fall 8,50 € gekostet und ich zeige sie euch einmal näher. Auf jeden Fall auch wunderschöne Blätter. Und das war es auch schon mit den Pflanzen. Und dann habe ich mir noch bei Plentia Art Prints geholt. Und zwar einmal in Postkartenform, wie ihr hier sehen könnt. Ich fand die einfach wunderschön und werde die halt auch alle einrahmen. Und dann habe ich mir auch noch größere geholt. Und zwar einmal eine Hoya Latifolia. Das sieht einfach nur wunderschön aus, oder? Also ich finde sie richtig schön. Dabei handelt es sich natürlich um Art Prints und nicht das Original, denn das Original hätte über 1000 € gekostet. Und dann habe ich mir auch noch ein zweites Art Print geholt. Und beim zweiten Art Print handelt es sich um eine Hoya Sigillatis. Das ist auch einfach nur wunderschön. Es gibt nur leider ein kleines Problem bei beiden Bildern. Und zwar sind beide Art Prints hier unten beschädigt. Darauf habe ich ehrlich gesagt bei der Übergabe gar nicht geachtet. Also ich habe sie quasi vorbestellt und die waren super gut verpackt. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob die Ecke gebogen war. Und ich habe die Bilder einfach genommen. Die waren halt in Frischhaltefolie eingewickelt. Habe sie dann meinem Papi gegeben und der hat die dann halt zwischen die Bilderrahmen gelegt. Und die sind ja quasi eigentlich flach. Also kann da eigentlich auch nichts passiert sein. Auf jeden Fall habe ich dann beim Auspacken leider gemerkt, dass die Ecke stark geknickt ist, sodass quasi auf beiden Art Prints ein Knick drin ist. Und ja, man sieht es halt einfach. Ich habe halt probeweise schon mal die Bilder in den Bilderrahmen gelegt und der Knick ist dabei leider deutlich zu erkennen. Und ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass mich das massiv stören wird, wenn ich den Knick quasi jedes Mal sehe, wenn ich auf das Bild gucke. Es ist halt einfach blöd gelaufen und ich gebe da auch gar keinem die Schuld bei. Es ist halt einfach so, wie es ist. Für mich ist es halt nur ärgerlich, weil es jetzt schon das zweite Mal ist, dass mir das dieses Jahr passiert. Denn ich hatte im Januar auch schon mal ein Artprint bestellt, deutlich größer. Das war aus der Kooperation von Rikeles Galerie und Sudacci Ojiburi. Und da war halt auch genau diese Ecke geknickt. Also es war halt eingerollt und ich habe die Rolle halt aufgemacht und da war es halt schon geknickt. Und ja. Irgendwie ist in dieser Ecke bei mir der Wurm drinne. Und ich schaue jetzt einfach mal, was ich mache. Auf jeden Fall sind die Bilder nichtsdestotrotz wunderschön. So, das war nun alles, was ich mir von der Mai Botanica gekauft habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem Einkauf haltet und was ihr euch vielleicht alles geholt habt. Und viele von euch werden wahrscheinlich verwundert sein, warum ich mir keine Platyserien gekauft habe. Die fand ich nämlich unfassbar schön und bei der letzten Mai Botanica habe ich mich sogar so ein bisschen darüber beschwert, dass es dort nicht so viele Platyserien gab. Auf jeden Fall war die Auswahl an Platyserien dieses Mal unfassbar schön und vielfältig. Ich habe mir aber trotzdem keine geholt, da ich ja vom EOC bereits Platyserien habe und wahrscheinlich auch nächstes Jahr bzw. Ende diesen Jahres in Thailand sein werde. Und ich weiß auch, dass der Verkäufer nächstes Jahr wieder welche mit zum EOC bringt. Und dort habe ich ungefähr die Hälfte für die Platyserien bezahlt, wie sie jetzt auf der Mai Botanica gekostet haben. Und in den nächsten Monaten werde ich wahrscheinlich erstmal auf die nächsten Mai Botanica sparen. Es kann sein, dass ich vielleicht hier und da nochmal eine Pflanze kaufe, aber ich denke eher nicht, da ich halt jetzt schon so viele neue Pflanzen habe und ich muss halt wirklich erstmal gucken, wo ich die alle hinstelle und wie ich sie halt schön arrangiere, sodass man sie auch wirklich toll sieht und die nicht irgendwo hinten in irgend so einer Ecke verschwinden. Das nächste Video wird es dann voraussichtlich Sonntag früh geben. Dabei handelt es sich um das kleine Room Makeover bei meiner Schwester.
Und es wird halt eher ein ruhigeres Video sein, also quasi perfekt eigentlich für einen Sonntagmorgen. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für die große Teilnahme an der Verlosung. Ich glaube, das ist das erste Mal gewesen, dass ich mit dem Kommentareschreiben nicht hinterhergekommen bin. Denn die, die mich schon länger abonniert haben, wissen, dass ich auf jeden Kommentar, der mir geschrieben wird, auch antworte. Auf jeden Fall habe ich mich riesig über so viele liebe Nachrichten gefreut. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende und würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!